Hallo, in diesem Video geht es um Wortarten. Ich gebe euch einen Überblick, welche Wortarten es gibt und veranschauliche diese an Beispielen. Bei den Wortarten unterscheidet man in flektierbare Wortarten, also Wörter, die sich verändern können, und in nicht flektierbare Wortarten, also die Wörter, die sich nicht verändern können. Flektierbare Wortarten werden in konjugierbare und in deklinierbare unterschieden. Zu den konjugierbaren Wortarten zählen die Verben, zu den deklinierbaren die Nomen bzw. Substantive, Artikel, Pronomen, Adjektive und die nicht flektierbaren Wortarten sind Adverbien, Präpositionen, Konjunktionen. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.